Hallo und herzlich willkommen zurück zu Memoria. Wir sind im letzten Part aus dieser Rückblende wiedergekommen mit der Prinzessin und befinden uns mittlerweile wieder in Andergast bei Nuri in Rabengestalt. Und ihr Flügel ist verletzt. Deswegen müssen wir schauen, dass wir sie irgendwie wieder heile machen. Ich weiß leider gerade nicht mehr, was ich zuletzt gemacht hatte. Scheinbar gar nichts. Ich weiß, dass irgendwas mit dem Topf war. Bei Travia. Er ist ganz fettig. Genau. Ach ja, und dann gucken wir uns nochmal kurz das Rezept an. Tut mir gerade leid, aber ich muss nochmal schnell schauen. Salbe muss ich zerriebenes Wirselkraut mit Salbenfett vermengen. Salbenfett. Ich kann nur beten, dass die Herrin Peraine dieses eine Mal auch einfaches Fett duldet. Genau, das wäre ja das einfache Fett. Dann hier haben wir Vogelbart mit Würselsaft. Okay, das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich Zeug rausholen. Also, das Fett irgendwie rausholen und damit irgendwie vermengen oder so ähnlich. Jetzt gucke ich mal gerade, wo ich vielleicht irgendwas nehmen könnte. Bücher, ich will nur mal Sie gucken. Bei meinem nächsten Einbruch zurück. So, dann Gerons Eltern und die Harfe, das sind wohl einfach nur Bilder. Die Harfe hatten wir ja im ersten Teil schon und die Eltern, die waren ja unten in der Etage. Ich gucke mal gerade noch nach unten. Nein, ich muss mich um Nuri kümmern. Ah, okay, deswegen, ich war noch gar nicht unten. Das ist der Vogelbaum. Vielleicht kann ich das hier mit rausholen. Gefällt dir der neue Vogelbaum? Ja. Oh, anscheinend nicht so ganz. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht hier ein Stück gibt abmachen es nichts können. Zum Schneiden. Gerade nur mal gucken. Bücher, Topf, Vogelschädel, Vorhang, Vorhang, Käfig, Alchemietisch. Ah nee, Moment, den Käfig wollte ich machen. Es würde nur stumpf werden. Es würde nur stumpf werden, okay. Unnützes Gestrüpp. Morgen werfe ich es weg. Okay. Ich schneide einen Fetzen heraus. Ah. Gut. Ich gucke trotzdem Wir mal, ob ich das vielleicht... Bild aufrechterhalten. Falls jemand merkt, dass ich keine Vögel mehr fange und dafür mit einem sprechenden Raben lebe, verbrennt man uns bei lebendigem Leib. Ja, das denke ich mir. Ich meine... Gerade Raben sind ja momentan oder beziehungsweise allgemein in Andergast nicht ganz so beliebt wie vielleicht, was weiß ich, Täubchen oder sowas. Kann ich dann aus der Kommode Da ist was nichts holen? drin, was Nuri helfen könnte. Nee, okay. So, ich denke mal, kann ich denn das Artefakt eigentlich wieder reparieren? Vielleicht klappt es diesmal. Nein. Nee. Es ist hoffnungslos. Das Artefakt bleibt auf ewig zerbrochen. Aber ist vielleicht auch besser so. Gut, probieren wir mal. Vielleicht zerbricht das nicht. Gehen wir mal mit dem Stoffstreifen an den Topf. Der Fetzen ist jetzt ganz fettig. Na lecker. Dann probieren wir das jetzt einfach mal. Peraine, lass dieses Fett für Nuris Wunde reichen. Ich habe kein anderes. Okay. Gut. Dann probieren wir das doch mal. Schade, es leuchtet gar nicht mehr, wenn es funktioniert. Das war in dem Teil davor ziemlich einfach. Und als nächstes machen wir dich wieder zu einer Fee. Hast du den Mann getroffen? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihm trauen kann. Aber wenn Giacomo recht hat, dann ist bald alles wieder so wie früher. Dann bist du wieder so groß wie ein Mensch. Und zusammen reisen wir wieder durch Aventurien und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Wann glaubst du, kann ich wieder fliegen? Lass uns morgen sehen, wie es deiner Wunde geht. Vielleicht können wir etwas üben gehen. Schön. Schlaf gut, Geron. Schlaf gut. Und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten. Oh, das ist so süß. So wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Kapitel 2 scheinbar. Und noch einmal, diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen.
Denk an was Schönes. Denk an... Ah, Kapitel 1 Erfolg. Yay. So, gucken wir mal. An unsere erste Begegnung, unsere erste Heldentat, unsere Nacht am Lagerfeuer, unseren Sieg gegen das Böse, unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. All unsere lustigen Begegnungen. Ich würde sagen, unsere erste Begegnung. Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Hm. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Weißt du noch? Dann würde ich sagen, unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. In einer Mühle wurden wir angegriffen. Das war davor. Ich meine danach. Sie hätten uns fast getötet. Wir leben doch noch, oder nicht? Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Mein Gott, ist die Depri. All unsere lustigen Begegnungen? Erinnerst du dich noch an den Zwerg im Taschkamm? Der mit dem blauen Bart? Der war lustig. Und Ritter Boromir Zornbold? Die beiden haben sich immer gestritten. Und den grummligen Angler und Isida, die Gauklerin? Tut mir leid. Das mit Isida hatte ich vergessen. Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Die arme Nuri. Aber okay, man kann es schon irgendwie verstehen. Aber trotzdem, sie lässt sich gerade extremst unterkriegen. Wir gucken mal gerade bei dem Geröll, was hier ist. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest. Und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, na gut. Dann gehen wir mal zum Zeltplatz. Vielleicht kann er uns ja wirklich helfen oder sie ein bisschen aufmuntern. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Reda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, otulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Okay, ist natürlich... Der Geist muss sich mit versteinert haben. Ist natürlich sehr erschreckend. Also Fahi scheint echt so mächtig zu sein, dass er sie in Steinsäulen verwandeln konnte. Und das andere, ja, er ist weg. Unsere letzte Möglichkeit, Nuri irgendwie zu retten, das kann ja auch nicht sein. Naja, gut. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Ich lasse den erstmal allein, wir gehen mal hinten rum. Weil ich glaube auch nicht, dass ich hier an die Tasche komme. Da muss ich ihn bestimmt dann auch noch ablenken oder so. Eine Absperrung. Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Was haben wir hier noch? Ich erkenne es nicht ganz. Absperrung.
Hier ist doch irgendwas Gelbes. Was haben wir noch? Wir könnten zum Zelteingang gehen. Dann haben wir das Schloss mit der Truhe und wir könnten nochmal um die Lichtung herumgehen. Er ist zu weit weg. Dafür bin ich zu weit weg. Okay. Ja, dann können wir hier gerade noch nichts machen, aber wir könnten nochmal mit ihr sprechen. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkunchoma, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Wie viele Angreifer waren es? Nein, wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Okay. Steinsäule. Ja, hier kam ich noch nicht hin. Ich muss irgendwie schauen... Muss ich mit versteinert haben. Oh, der Typ, der nervt echt. Ich muss irgendwie schauen, dass ich den vielleicht ablenken kann oder so. Heda, ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Was ist hier geschehen? Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Okay, ja gut, hier ist nochmal Absperrung. Oh, das ist ein Hammer. Löffel weg von meinem Hammer. Ah, schade. Finger weg. Dies hier ist Sperrgebiet. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir... Nicht so lange dieser Magier in der Nähe ist. Ja, irgendwie nicht so ganz. Kann ich vielleicht Nuri irgendwie dazu bringen? Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Ja, wie kriege ich das hin, dass sie... Vielleicht kann sie hier reinsprechen. Deine Kette mit dem Feenwasser. Du hast dich schnell daran gewöhnt, auch ohne zu überleben. Ich bin doch keine Fee mehr. Da brauche ich auch kein Feenwasser. Das geht so nicht. Er ist ein lustiger Kauz. Nur solange er nicht sieht, dass ich einen sprechenden Raben bei mir habe. Psst. Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Oh wei, was sagen wir am besten? Nur einer? Sag, es war nur einer. Wie sah der Magier aus? Er hatte ein Äffchen dabei? Er trug einen kleinen Affen auf der Schulter. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Ah, vom Zelt. Er erfolgte aus dem Zelt. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Nordwesten. Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Was sagt sie? Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Und? Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Auf okay. Die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Ich sag mal zwei. Sag, es waren zwei. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Das ist, dass er einen schwarzen Umhang hatte. Er trug einen Umhang. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Jetzt sage ich mal aus dem Wald. Er erfolgte aus dem Wald. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... Ins Zelt. Ins Zelt. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Geht er jetzt ins Zelt? Die Aussage hat sich geändert. Mitschrift?
Nein, der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Okay, und jetzt? Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Fragt ihr mich? Ah, er ist ja immer noch hier. Breda, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Verschwinde. In Ordnung. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahi geschehen ist. Wie viele Angreifer waren es? Es wäre mal ganz gut, wenn er vielleicht ins Zelt gehen würde, damit ich mich hier draußen umschauen kann. Was ist jetzt? Der Geist muss sich nicht versteinert haben. Wenn ich auf die Lichtung muss ich sie irgendwie ablenken. Irgendwie ablenken, okay. Vielleicht mit Geht der Kette? Nicht. Ach, Ubala, bei so. Mir ist mein Kram besser aufgehoben. Vielleicht, dass das Messer irgendwo war? Aus Na? Welcher Richtung erfolgte der Angriff? Besser nicht. Dieses Mädchen beobachtet mich aus dem Augenwinkel. Tja, das ist ja doof. Ich fürchte, die Antwort ist noch falsch, die ich Nuri gegeben habe. Fragt sich jetzt halt nur... Vielleicht... Nuri. Vielleicht sollte aus dem Zelt, vielleicht in den Wald... Auf die Frage, wie viele An... Ich sag nochmal, es war nur sag, einer. Es war nur einer, wenn er eine beschreibt. Dann, ja, es war halt zu neblig. Es war zu neblig, du konntest nichts erkennen. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Aus dem Zelt? Er erfolgte aus dem Zelt. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... In den Wald. In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das ist... Komm, bitte, jetzt mach das Richtige. Ansonsten muss ich hier mich mal im Internet schauen. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Eine neue Geschichte. Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Beziehungsweise vielleicht... Nuri. Ich könnte mir noch ein was vorstellen. Vielleicht muss es echt das Komischste sein. Es waren, sagst du... 11 bis 15. Sag 11 bis 15. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Dass er krokusfarbene Brosche hat, weil das ist dann sehr kompliziert. Krokusfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Aus Nordosten? Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat... Ist geflohen nach... Nach Nordwesten. Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Genau. Das ist jetzt relativ kompliziert. Vielleicht brauche dann jetzt doch die Hilfe und eine Mitschrift. Danke, Nuri. Du bist mir eine große Hilfe. Und wieder eine neue Geschichte. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda! Wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Perfekt, jetzt ist sie nämlich abgelenkt. Das wird sie erst einmal beschäftigen. So, schauen wir mal. Vielleicht kann ich jetzt, Moment, um die Lichtung herum. Vielleicht kann ich jetzt über die Absperrung klettern. Es ist fest verzäunt. Okay, Moment. Zerschneiden. Gut. Kann ich hier dran? Ich kann es doch nicht einfach aufreißen. Truhe, Schloss, Truhe. Da ist ein Schloss dran. Probier das mal aufzuschließen. Das Schloss ist zu schwer. Mir fällt dazu nichts ein. Okay, vielleicht finde ich im Zelt was. Dann gehen wir mal fix rein. Sehr gut.
Okay, das Kästchen, ein Kissen, das nehmen wir direkt mal mit. Noch eins? Ah nee, okay. Igitt. Was Was auch ist da immer da drin? drin ist, es stinkt fürchterlich. Okay. Habe ich jetzt echt ein Teppichstück weggemacht? Ach so, nein. Ich durchsuche jetzt alles, verstehe. Dann das Sitzkissen zur Seite machen. Da ist aber auch leider nichts. Dann machen wir das wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich aufpassen, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie riechen seltsam, irgendwie. Oh, mein Kopf, bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Okay, das Kästchen. Ist da was drin, ne? Nö. Vielleicht kann ich die hier reinmachen, die Gurken. Ich weiß nicht. Okay, dann halt nicht. Was ist das? Ah, da ist der Schlüssel. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Oh Gott. Wandteppich, Bis ich Hängematte. da oben bin und die Matte sich beruhigt hat, bin ich längst aufgeflogen. Wenn hier nur eine Tür wäre. Guck einfach, da ist bestimmt was dahinter. So, schnell nach draußen. Schnell verschließen. Wort, Moment. Geschafft. Und Ach bring den so. Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch, hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier. Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Aha. Kann ich die Maske Er nehmen? hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Wir nehmen mal gerade den Weg Keil. damit. Oh. Upala. Gut, ja, wir werden jetzt aber erstmal den Part beenden und wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Memoria wieder. Bis dahin, ciao.